Hallo meine lieben Topfpflanzen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal den ultimativen Turmvergleich. Wir fangen mit dem kleinsten Level an und gehen dann immer höher zum besten Minecraft-Turm. Man muss jedoch sagen, dass das da hinten lange nicht der höchste Turm ist. Der höchste Turm ist nämlich so groß, dass er halt eine ganze Map für sich selbst braucht, und dieser Turm ist basically auch so der Grund, warum so lange auf diesem Kanal hier keine Videos mehr erschienen sind, weil ich wirklich unglaublich lange an dem letzten Turm gearbeitet habe. Aber ja, ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein, der Turm, der nach dem hier kommt, der wird sehr krass werden. Aber ja, fangen wir zuerst mal hier mit dem Level 1 Turm an. Ich habe hier hingeschrieben 3 Sekunden Bauzeit, weil ich weiß gar nicht, ob man das hier überhaupt als Turm werten kann. Aber ich finde, ja, ist schon ein Turm. Ich meine, jeder kennt es wahrscheinlich. Man baut sich mal schnell mit Erde so ein kleines Minitürmchen, um vielleicht sich von Monstern zu retten oder ein bisschen eine bessere Aussicht zu bekommen. Und das ist halt dieser ganz normale Erdturm. Ich glaube, der ist jetzt wirklich nichts Besonderes so. Gut, jetzt gehen wir weiter zum Level 2 Turm. Hier braucht man jetzt schon ganze 3 Minuten, um den zu bauen, hätte ich jetzt mal so ungefähr geschätzt. Und ja, der ist jetzt schon sozusagen ein richtiger Turm, natürlich mit ein paar wenig Details, würde ich jetzt mal sagen, aber man erkennt hier schon, dass das wirklich ein Turm ist, so nicht nur ein Haufen Erde. Ja, hier geht's rein und hier sind anscheinend auch ein paar Fledermäuse, die sich hier angesiedelt haben. Also sehr interessant, wahrscheinlich, weil es in diesem Turm leider kein Licht gibt. Ist natürlich dann mit Monstern vielleicht auch nicht so optimal. Aber ja, hier hat man noch so eine kleine Kiste. Und was ist hier dann noch so? Ja, hier ist eigentlich gar nichts. Lol. Ja. Ich würde sagen, es ist ein Turm, den man noch Turm nennen kann. Aber jetzt, das Schmuckstück ist er jetzt auch nicht so wirklich. Gut, jetzt gehen wir zum Level 3 Turm. Hier braucht man wahrscheinlich schon eher 15 Minuten oder noch länger. Ich könnte es mir gut vorstellen, dass man vielleicht hier auch 30 Minuten für braucht. Aber ja, hier sehen wir jetzt schon gleich, hier wurde mit viel mehr Details gearbeitet. Besonders hier ganz wichtig, dass man mit Cobblestone und Steinziegeln sich so ein bisschen abwechselt. Und da oben wurde auch viel mehr gemacht. Und es gibt sogar ein kleines Fenster. Gut, dann schauen wir mal, wie dieser Turm hier von innen aussieht. Hier sehen wir auch gleich ein viel größeres Lager, passt viel mehr rein. Sehr schön hier unten. Und hier auch noch eine Crafting Table, eigentlich so der wichtigste Block in Minecraft, würde ich sagen. Und ein Schmiedetisch. Dann gibt es hier eine Leiter. Hier auch eine Trapdoor, damit da nicht irgendwas reinkommt. Keine Ahnung, ich finde das einfach so schöner, wenn man das hier schön verschließen kann, dann wirkt das so ein bisschen cleaner. Und ja, hier sind wir dann oben auf dem Turm. Hier sieht es auch schon deutlich besser aus. Der Turm ist auch deutlich breiter und ein bisschen höher, glaube ich auch. Ich glaube 17 Blöcke oder so, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau. Aber ja, hier wurde auf jeden Fall schon ein bisschen mehr sich ins Zeug gelegt, damit das wirklich nach was aussieht. Und jetzt kommen wir schon zu einer deutlich höheren Nummer, nämlich der Level 4 Minecraft-Turm. Hier braucht man schon gut wahrscheinlich so 1,5 Stunden oder vielleicht auch 2, hängt halt von dem Bauer ab, der es erbaut. Aber ja, hier sehen wir jetzt schon viel mehr Details. Allein schon die Blockpalette ist hier viel kreativer. Es wurden viel mehr verschiedene Blöcke verwendet. Sieht auch sehr stabil aus, hier auch mit diesem Standfuß. Aber das wahre Geheimnis schlummert noch in diesem Turm. Nämlich hat er einen Wasserfahrstuhl eingebaut. Das sieht man auch daran, dass hier oben absteht und hier hinten down. Ich zeige euch das mal kurz. Das heißt, dass man hier einfach so eine Art Fahrstuhl benutzen kann und nicht so eine langweilige, langsame Leiter da benutzen muss. Man geht hier einfach rein, da hat man hier Wasser und dann geht es hier ganz nach oben. Und in so gefühlt 2 Sekunden ist man ganz oben und hier geht es dann ganz schnell wieder runter. Und dann kommt man hinten wieder raus. Ich finde das irgendwie ultra cool mit diesem Wasserfahrstuhl. Man kann natürlich hier auch in verschiedenen Stockwerken aussteigen. Ich glaube, ein bisschen Skill braucht man dafür, ja.
Und dann kann man hier auch in den Stockwerken so ein bisschen schauen. Ich glaube, es gibt drei Stockwerke. Das ist auch nochmal so ein kleines Upgrade in den Turm. Und ja, hier oben sieht es auch wieder sehr solide aus. Und ja, so viel glaube ich zuerst mal zum Level 4 Turm. Aber jetzt kommt der Turm, auf den ihr wahrscheinlich alle gewartet habt. Es ist auch mein größtes Minecraft-Gebäude, was ich je gebaut habe. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt zu der anderen Map. Jetzt ist es endlich soweit. Jetzt kommt der größte Turm. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt irgendwie der Turm Level 5 ist. Wahrscheinlich ist das eher der Turm Level 10.000, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall das größte Minecraft-Gebäude, was ich je gebaut habe. Und ja, ich fliege einfach mal hoch und dann werdet ihr schon ein Gefühl bekommen, was das hier für ein Kaliber ist. Ja, und hier erreichen wir dann auch das Ende des Turms. Der Turm ist, glaube ich, insgesamt 205 Blöcke oder so hoch. Also komplett abnormal. Und er ist bis zum letzten Zipfel wirklich durchdesignt. Also das ist nicht irgendwie irgendein lahmes Hochhaus, das man mal so kurz copy and paste nach oben konnte. Das hier ist echt krass designt. Ich kann ja euch mal ein paar coole Stellen zeigen. Wie zum Beispiel hier gibt es einfach so richtig coole Engelssteinstatuen drauf. Hier ist einfach so eine riesig große Hausfassade, auch mit Seitentürmen. Dann hier auch so ein ultra schickes Dach mit so einem kathedralenartigen Fensterblock. Ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben kann. Dann hier einfach eine Stadt in der Mitte des Turms, also mit mehreren Häusern. Das kann ich auch mal zeigen. Also, boah, das hat ewig gedauert. Hier kann ich ja ein bisschen rumfliegen. Ich finde das auch sehr cool hier mit diesem Gitter, was hier hängt und so. Boah, also das ist halt wirklich, es ist abnormal riesig, dieser Turm hier. Und ja, hier auch mit so coolen Säulen und so. Also wirklich einfach so eine Burg da einfach in diesem Turm drin. Und das ist nur ein kleiner Teil vom großen Ganzen sozusagen. Der Turm ist halt so hoch, dass es sehr schwer ist, ihn ganz zu sehen. Ich weiß, es gibt einen Winkel, von dem ihr ihn, glaube ich, ganz sehen könnt. Ah, ich glaube, es ist der hier, ja. Hier seht ihr ungefähr, ja, so seht ihr, glaube ich, ungefähr den ganzen Turm. Und es ist einfach infernalisch, glaube ich, die Größe. Aber ja, so sieht der Turm hier von außen aus. Jetzt schauen wir ihn mal von innen an. Euch interessiert wahrscheinlich noch die Bauzeit. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie lang sowas dauert, im Survival zu bauen. Ich kann es euch nicht sagen. Wahrscheinlich weit über 100 Stunden. Ich glaube nicht, dass irgendjemand mal so einen Turm in Survival bauen wird. Deswegen ist es wahrscheinlich eh egal. Aber ja, wir gehen einfach mal rein. Und das Innenleben des Turms, sage ich euch jetzt schon, ist auch ziemlich cool. Wir haben hier nämlich so Leuchtsäulen, die sich hier im Wasser spiegeln. Hier ist nämlich ein großes rundes Becken in der Mitte des Turms. Da kann man auch drin baden. Das ist 4 Blöcke tief, glaube ich, das Wasser hier. Und ja, ich finde das sehr schön mit diesen Spiegelungen hier im Wasser. Und ja, in der Mitte des Turms ist ein Command-Block. Wir können auch mal hochgucken. Natürlich schade, dass es hier so blöd geladen wird von Minecraft, weil es einfach nicht mehr geht so. Aber ja, eigentlich wäre das halt ein ewig langer, dunkler Gang hier, mit diesen coolen Leuchtsäulen hier. Und ja, hier gibt es unsichtbare Blöcke, mit denen kann man dann auf diesen Command-Block draufjumpen. Das ist nicht so leicht, das muss ein bisschen geskillt sein, weil wenn man die Blöcke nicht sieht, ist es schwieriger. Und ja, und hier kriegt man dann so einen nicen Effekt, dass man dann hier einfach hochschweben kann. Boah, das sieht so krass aus, ey, nee. Weiß immer noch nicht, wie wir das überhaupt geschafft haben, diesen Turm zu bauen. Aber ja, hier kriegt man dann so Levitation und wird dann hier so hochgeboostet. Ich glaube, das sind jetzt so 10 Blöcke in der Sekunde. Also wirklich wie so ein extremer Speed-Fahrstuhl. Tja, hier oben kommen wir dann an und hier gibt es einfach eine riesige Schatzkammer.
Boah, ich finde, das sieht so krass aus. Seht euch mal diesen Goldberg an. Also, das ist schon echt ziemlich cool. Und dann gibt es ja auch so einen fetten Kronleuchter hier oben. Und oh, allein wie die Diamanten hier glitzern. Schaut euch mal die Spiegelung hier an. Die sind irgendwie so grün. Also, das ist ja wirklich. Oh, das sieht mega krass aus. Und ja, ich weiß nicht, warum hier so viel Gold liegt. Wahrscheinlich, weil die Leute, die so einen Turm erbaut haben, auch sehr reich sind. Keine Ahnung. Aber ja, wir gehen mal die Wendeltreppe hier hoch. Hier kommen wir dann nach ganz oben zum Turm. Das sieht jetzt vielleicht nicht so spektakulär aus, aber wenn man sich überlegt, dass man gerade 205 Blöcke über der Maikefeld schwebt, ist es, glaube ich, schon ein bisschen krass. Man sieht halt literally nicht den Boden von hier, weil es halt so hoch ist. Und ich habe maximale Render Distance an. Also hier ist man wirklich im Himmel sozusagen. Man sieht die Welt unter sich nicht mehr. Das ist schon ein ziemlich krasses Gefühl irgendwie. Wir können ja mal runterspringen, gucken, wie lange es dauert, bis man unten angekommen ist. Boah, okay, ging jetzt schon relativ schnell, aber ja. Ich glaube, ich habe euch zuerst mal alles gezeigt. Obwohl, eine Sache gibt es noch in diesem Turm, die vielleicht noch ganz schön ist. Nämlich, man kann hier ja in die verschiedenen Etagen auch hier hochfliegen. Da muss man halt dann rechtzeitig stoppen. Wir können jetzt noch in diese eine schöne Etage hier gehen, sogar in diese Kathedraletage. Das ist meine Lieblingsetage. Und wenn man jetzt Nacht macht, dann sieht das richtig schön aus. Seht euch das mal an. Boah, ich finde, das ist so ein richtiger Vibe, dann hier in der Nacht so rumzulaufen und sich so die Sterne anzugucken. Keine Ahnung, ich finde, das ist schon ziemlich cool so. Aber ja, so viel zum Level 10.000 Turm oder keine Ahnung, was das hier für ein Turmlevel ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über einen Daumen hoch würde ich mich auch sehr freuen. Denn dieses Video hat wirklich sehr viel Zeit in Anspruch gebracht. In Anspruch genommen. Ach, ich bin mit deutscher Sprache. Ich bin mit deutscher Sprache am Ende, Leute. Ja. Ciao.